Hallo und willkommen zurück zu Edna bricht aus. Wir haben uns im letzten Part ja einer kleinen Schocktherapie unterzogen und werden uns jetzt mal auf den Weg machen zum König Adrian, um einfach mal zu gucken, ob das denn irgendwas gebracht hat. Also der Sinn der Schocktherapie war ja, dass wir versuchen, Hellsehen quasi zu erlernen, sag ich mal. Damit wir den Typen bei seinem Kopf- oder Zahlspiel schlagen können. Wir brauchen ja die Goldmedaille von ihm. Für den Schlüsselmeister. Und ja, ich würde sagen, ohne langes Geschwafel. Das sieht gefährlich aus. Egal. Machen wir uns einfach auf den Weg, ne? Ich überlege ja die ganze Zeit, aber ich. Das ist jetzt. Ich nehme ja Da nicht. kommt der nächste Ausgang. Okay, super. Nimm mir ja nacheinander auf. Ich überlege ja noch die ganze Zeit, was ich mit dieser Gruppentherapie da noch machen muss. Das ist mir noch so ein bisschen schleierhaft. Aber gut. Ein Problem nach dem anderen lösen. Erstmal gehen wir hier zu König A dran. A dran. Nah dran. So, so. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern, wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Ja, probieren wir es nochmal, ne? Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Komm oder da. Kopf. Tatsächlich. Yes. Kopf. Jetzt ich. Ich tippe auf. Ah. Was ist das? Das kann nicht sein. Es ist Kopf. Was hat das zu bedeuten? Naja, zuallererst bedeutet es wohl, Edna ist der King. Edna ist der King. King, 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 King. Gib mir die Medaille, du Kanaille. Dein Thron gehört jetzt mir. Ach, schön. Wow, die Medaille ist tatsächlich aus echtem Gold. Erfolg freigeschaltet, Königin des Aufenthaltsraums. Yes. Das sind Steam-Nachrichten, die ich doch gerne sehe. Wir haben jetzt eine Goldmedaille, ne? Jetzt bin ich der Meister. Nur ein Meister, der bekloppen darf. Harvey. Der König der Irren ist tot. Es lebe die Königin. Besser hätte man es, glaube ich, nicht sagen können. Hier, Droggelbecher, guck mal. Jetzt bin ich deine Königin. Droggelbecher. Aber. Droggelbecher. Nicht mal. Droggelbecher. Ich sehe schon. Was für eine treue Seele. Ja, hat der eigentlich noch irgendwas zu. Droggelbecher. Was sagst du? Gram gebeugt? Tja, da lasse ich ihn wohl lieber noch einen Augenblick in seinem Elend allein, bevor ich auch noch meinen rechtmäßigen Thron einfordere. Ist schon so ein bisschen gierig, ne? So, die Goldmedaille haben wir. Die könnte ich dann ja zum Schlüsselmeister eigentlich bringen. Wollen wir das machen? Frage ist ja, ob ich die vielleicht noch zu irgendwas anderem gebrauchen kann. Die andere Frage ist jetzt, wo war der Schlüsselmeister nochmal? Kurz überlegen, kurz überlegen, kurz überlegen. Ich war doch gerade da. Bum, 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 bum. Da kommt der nächste Ausgang. Was brauchten wir denn eigentlich alles noch? Ton?
Aber wir schauen einfach mal. Erstmal den Typen hier finden. Und die Ladezeiten. Gut, wir haben das Klo gefunden. Oder das Badezimmer vielmehr. Das ist schön. Nicht das, was ich suchte allerdings. Ah, okay. Das ging erstaunlich schnell. Hallo, Prinzessin. Hallo, Grumpel. Um nochmal auf deinen Plan zurückzukommen. Also Gold habe ich ja eigentlich. Der Generalschlüssel stimmt. Ich muss auch nochmal zu Blase. Richtig. Ich glaube, ich kann ihm die Gegenstände alle nur... Also ich brauche im Moment den Schlüssel. Gold habe ich. Ton. Und ein Fahrzeug. Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang. Aber geh bitte, wenn du... Ja. Ich glaub... Viel Glück hast du so. Nein, ich glaube... Moment, habe ich das schon gefragt? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Gut. Ich muss weg. Grüß dich, frei. Ist jetzt nicht wirklich so hilfreich gewesen. Ich dachte, ich könnte das schon mal abliefern, aber scheinbar läuft das so, dass ich hier erst wieder hinkommen muss, wenn ich alles habe. Dann... Was machen wir denn dann? Sollen wir mal gucken, ob wir Freund Blase irgendwie zum Pinkeln bewegen? Und los geht's! Ja, ich würde sagen, das können wir mal machen. Ob das klappt, weiß ich allerdings nicht. Schauen wir mal. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, springen wir mal ab. Herr Mantel wäscht immer noch fleißig vor sich hin. Herr Mantel? Er hört mich nicht. Der wird auch immer noch geschleudert. Ich glaube, wenn ich schon mal hier bin, kann ich mal gucken, ob unser Maulwurf irgendwas gefunden hat. Na. Und ich könnte eigentlich mal ausprobieren, ob ich die vielleicht einschmelzen kann. Okay. Hä? Ehrlich jetzt? Okay, das war jetzt nur ein Test. Das Gold ist geschmolzen. Wir hatten noch mal Handschuhe gehabt oder Topflappen hier. Das sollte klappen. Jetzt stelle ich mir die Frage, wo dieser glühend heiße Topf jetzt hingekommen ist. Wo hat sie den hingesteckt? Kinder, das Essen ist fertig. Noch nicht, Fati. Es ist noch früh. So. Morgenstund hat... Wir unterbrechen dieses Wortspiel für eine wichtige Mitteilung. Der Spieler mit der IP-Adresse 192.543.323.121 hat seinen Browser im absoluten Halteverbot geparkt. Bitte rebooten Sie unverzüglich Ihr System und stellen Sie sich gut sichtbar auf Ihren Balkon. Vielen Dank. Was zum Geier? Ich habe jetzt auf jeden Fall einen dampfenden Topf. Das ist schön. Das war jetzt etwas irritierend. Es ist also geschmolzenes Gold, was wir haben. Hallo, bist du noch da unten?
Hallo? Ich glaube, er ist zu sehr mit Graben beschäftigt. Der ignoriert uns einfach, der dumme Schlumpf. Hier, kippt das heiße Gold auf ihn drauf. So machen wir das. Erst lasse ich mir Elektroschocks geben, um eine Goldmedaille zu gewinnen. Dann schmelze ich sie ein und schütte sie in ein Loch. Sonst noch Wünsche? Zwei Cheeseburger und eine Cola, bitte. Ich bin gerade sarkastisch, Harvey. Ach so. Na, dann lassen wir die Cola halt weg. Das ist so bescheuert, ne? Aber richtig genial. Guck mal, Harvey. Goldsuppe. Ja. Besonders bekömmlich zur Morgenstund. Ja, Besser, ich rühre noch einmal um. Das Gold wird langsam fest. Ich sollte schnell einen Verwendungszweck dafür finden. Wie kann ich denn das jetzt am besten verwenden? Moment. Ich brauche ein Negativ, um das Gold hineinzugießen. Negativ heißt eine Form, ne? Schlüsselform. Oder beziehungsweise ein Abzug? Ich bin jetzt gerade etwas irritiert. Kann ich jetzt vielleicht... Moment. Mein Zufreund Wächterblase. Die Dialoge sind aber echt genial hier. Das ist schon schön. Warte mal, war Blase hier... Stopp, jetzt bin ich irritiert. Ich habe gerade so ein paar Ideen im Kopf und jetzt bin ich total irritiert gerade mit der Orientierung. Ich meine, nicht, dass es sonst anders wäre. Kann ich den... Moment, ich probiere jetzt alles aus hier. Großen Topf in kleinen Topf schütten. Da muss ich nicht nachhelfen. Das dreckige Geschirr wird sich früh genug von alleine stapeln. Gut. Das war zwar nicht, was ich wollte, aber passt schon. Bäm. Ja, hier ist sogar richtig. Wir müssen, glaube ich, nur zwei oder drei Etagen höher gehen. Und das ist unser Wächterfreund. Warum kann ich mich daran erinnern, wo der Typ ist? Wahrscheinlich, weil hier nur drei Räume sind auf der Etage. So, hier ist der Schlüssel. Der Generalschlüssel. Ich muss ihn unbedingt haben. Aber wie stelle ich das an? Ja, das ist ja die Frage. Kann man den Topf dran halten? Vielleicht gieße ich mir aus dem Gold eine Kopie von dem Schlüssel. Dafür müsste ich allerdings erst einmal... Hey! Finger weg! Uiuiuiui! Uiuiuiui! Können wir noch mal mit dem reden? Irgendwie müssen wir den ja zum... Der ist ja leer. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach nein... Irgendwie müssen wir den doch zum Wasserlassen bewegen können. Leer. Ich guck grad mal, oder experimentiere hier mal so ein bisschen rum, aber das bringt auch alles nichts. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Ich bin nicht der Neue. Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? War ein Scherz, ich bin natürlich doch der Neue. Ich bin eine entlaufene Irre, ich bin niemand. Ich bin ein Geräuscheimitator, der sich auf Wasser spezialisiert hat. Was? Gluck, 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 gluck. Was ist das? Der arme Typ. Lass das! Lass das! Lass das! Oh, da kriegt man ja schon fast... ja, da muss man fast selber pinkeln. Wusch! Lass das! Agro-Mode activated. Die Vorstellung ist beendet. Na, endlich.
Ich muss den doch irgendwie zum Pinkeln bewegen können. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht. Ich müsste eigentlich lenken. Aber ich soll meinen Posten. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich was das an. Man nennt mich nicht umsonst. Geh doch einfach. Hey! Es geht nicht darum, und die Zeit tot. Das hätte ich auch nie. Ich habe jetzt gerade mal durchgeklickt, weil ich glaube, die ganzen Optionen hatten wir ja schon mal. Apropos Wasser. Ja. Ich gebe auf. Noch was. Was guckt ihr da nochmal? Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Ja, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird. Wenn man zu lange auf diese Mutter geht, man Buchstaben da. Ich lass dich dann mal wieder allein. Dann tu das. Könnt ihr ja mal probieren, nochmal mit der Antenne oben auf dem Dach rumzuspielen. Vielleicht klappt es dann ja mit dem Schlüssel. Gehe zu hoch. Gott, wie kam ich denn da jetzt nochmal hin? Hier war ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Na? In den Schacht. In den Schacht. Dankeschön. Ich glaube zwar eigentlich nicht, dass das was bringt. Aber probieren kann man es ja, ne? Dachkante, ja. So, können wir die noch irgendwie... Die sieht aus wie eine Eistempel. Benutzen. Ist jetzt irgendwas gebracht? Moment mal eben kurz. Kann ich vielleicht hier mit der Schere... Sieh her, Harvey. So entstehen Zickzackmuster im Störbild. Wow. Okay, offensichtlich nicht. Der Kleiderbügel vielleicht. Sieh her, Harvey. So kann man den Empfang verbessern. Das klingt plausibel. Sieh her, Harvey. So kann man die Frequenz messen. Ein Frequenzmesser. Du bist ein Genie. Oh Gott, der war schlecht. Ich glaube, das hat nichts gebracht, ne? Ja, dann... Moment mal, kann ich... Was soll ich schreiben? Kann ich da noch irgendwas... Wasser! Wasser? Okay. Okay. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal versuchen... uns vom Barkeeper ein Wasser zu holen. Vielleicht möchte Blase ja noch eins, weil der Spender ist ja leer und er könnte ja nochmal Durst kriegen. Das könnte sogar funktionieren, das klingt sogar irgendwie logisch in meinen Ohren. Wahnsinn. Probieren wir es einfach aus. Jetzt geht's wieder los mit dem Barmann finden. War der nicht auch hier in dem Bereich? Auf jeden Fall eine runter. Ich glaube, hier bin ich falsch, oder? War das hinter den Gittern? Oh, oh Mann. Ich habe aber echt ein Gedächtnis wie ein Sieb, ey. Das ist falsch. Ja. Gut, egal, dann gehen wir zum Wäschelift. Also der Generalschlüssel wäre schon was Feines, ne? Das sieht gefährlich aus. Egal. Irgendwie muss man den Typen ja
Ich meine, irgendwann muss man ja. Ne? Und dann hast du nur zwei Möglichkeiten. Der nächste Ausgang. Ja, danke. Nur zwei Möglichkeiten. Entweder laufen lassen oder laufen gehen. Also, so wie der hier. Möchtest du vielleicht einen Schluck Wasser haben? Das ist doch auch wieder falsch, ne? Muss da eine weiter, denke ich. Mach mir mal eben ein Zigarettchen an. Hm. So. Da kommt der nächste Ausgang. Okay, schauen wir hier mal nach. Ich glaube, hier war das irgendwo. Ich sollte mir echt mal merken, wo was ist. Da war es nicht. Oh, Herrgott. Das ist, glaube ich, auch... Nein, das ist falsch. Scheiße. Ja, Toilette haben wir wieder gefunden. Kann ich nicht einfach Wasser mitnehmen hier? Da ist immer noch ein raus. Nein, natürlich nicht. Hm. Das ist allerdings irgendwie unlogisch, dass man, wenn man Wasser haben will, da geht es ja nur zu dem Bett, extra den Barkeeper finden muss. Das ist ein bisschen blöd. Wenn das denn überhaupt funktioniert, heißt das. Und los geht's. Das ist ja alles nicht mal gesagt. Das sind ja alles nur Theorien, die ich hier gerade habe. Aber irgendwie logisch scheint's ja. Dann ist aber die Frage, ob der Typ das Wasser überhaupt trinkt. Da kommt der nächste Ausgang. Weil er muss ja eh schon pullern. Und ich kann direkt eine weiterfahren, glaube ich. Hm. Also ich bräuchte hier dringend eine Karte. Da aber, kommt der nächste Ausgang. Aber dann wiederum, selbst mit Karte würde ich wahrscheinlich mich hier verlaufen. Ich bin, glaube ich, mit der einzige Mensch, der schafft oder schaffen würde, sich in einem Kreis zu verlaufen. Ach, ihr beiden seid immer noch am Rumturteln, da will ich natürlich nicht stören. Hier ist es doch richtig, meine Herren. Ist doch ganz einfach. Hallo Bienenmann. Mensch, hättest du mir auch sagen können, dass ich hier hin muss. So, ach, der Barkeeper ist gar nicht da. Scheiße, der ist immer noch im Keller. Jetzt sag mir nicht, ich hätte vielleicht vorher Wasser bestellen müssen bei ihm. Das wäre natürlich scheiße. Das sind keine Spirituosen. Das sind Putzmittel. Naja, zumindest ist in den meisten auch Alkohol drin. Wow, das war Telefon. Ja. Kann ich das Glas vielleicht mit dem Fass einfach benutzen? Davon trinke ich lieber nicht. Ich habe da dieses gemeine Sodbrennen und... Feige! Edna? Putz! Putz, putz, schnuddi-schnutz! Ich dachte schon. Hm. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Kann ich mit dem Kickertisch vielleicht noch irgendwas machen? Aber was machst du denn da, Edna? Ups, ich fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen. Wir werden deine Erinnerung wiederherstellen, Edna. Versprochen. Hm. Das ist natürlich doof, dass der Typ weg ist. Könnte das Neonschild vielleicht mitnehmen? Warum? Ich will kein Internetcafé aufmachen. Ach, warum nicht? Kann ich den Lichtschalter benutzen? Ah! Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Keine Zeit zum Ausruhen.
Sieht aber nicht so aus. Das Licht bringt nicht wirklich viel hier, ne? Der ist kaputt und der Ball fehlt. Jetzt verstehe ich. Verdammt. Ich habe auch immer noch meine Cornflakes. Schokobröckchen. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Ja, die haben wir ja schon gefunden. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Ja, das ist phänomenal. Und dazu noch... Achso, sie isst die nur dann. Das Gold ist jetzt schön streichzart. Ich sollte es schnell verwenden. Ja. Ich brauche ein Negativ... Na gut, ich würde sagen, ich stehe hier gerade eher auf dem Schlauch und die halbe... Schlauch und die halbe Stunde haben wir eh fast voll. Ich werde mal speichern und zwischendurch mal gucken. Ich habe ja hier, glaube ich, noch irgendwo einen älteren Spielstand. Ich glaube, den. Dass ich mal ausprobiere, vielleicht das Wasser vorher zu kriegen. Und dann mal schauen. Gut, das soll es auf jeden Fall gewesen sein für diesen Part von Edna bricht aus. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.